Der Kaiser ist tot. Viele wollten es gar nicht glauben. Generationen von Untertanen kannten keinen anderen Monarchen. 86 Jahre hatte Franz Josef gelebt, 68 davon regiert. Tod und Begräbnis im Weltkriegsjahr 1916 waren symbolhafte Vorboten für den kommenden Untergang der Monarchie. Das 20. Jahrhundert, die neue Zeit, blieb Franz Josef fremd. Er kam aus einer anderen Epoche. Galerie in Schönbrunn. Um 1830 der Ballsaal einer europäischen Großmacht. Ein Vielvölkerstaat mit über 34 Millionen Einwohnern. Vorherrschaft in Oberitalien mit Seitenlinien bis in die Toskana. Politischer Einfluss auf die deutschen Fürstentümer durch Mitgliedschaft und Vorsitz im Deutschen Bund. Das Reich geführt von Gott erwählten Majestäten des Hauses Habsburg. Ebenso wie andere Dynastien betrachteten sie ihr Herrschaftsrecht als Ausdruck göttlichen Willens, als von Gott verliehene Würde. Neben Religionsmystik sicherte die Unterdrückung bürgerlicher Grundrechte die absolute Macht nach innen. Dieses Verständnis von Herrschaft mitsamt Riesenimperium sollte Franz Josef übernehmen. Am 18. August 1830 kam der Kronprinz in Schönbrunn zur Welt. Die Eltern, Erzherzogin Sophie und Erzherzog Franz Karl, er war der Sohn des amtierenden Kaisers Franz I. Als der 1835 starb, bestieg Franz Karls älterer Bruder Ferdinand den Thron, der Onkel von Franz Josef. Onkel und Eltern freuten sich über die Begeisterung des kleinen Kronprinzen für Militärspielzeug, Zinnsoldaten, Gewehre und bunte Uniformen. Gute Voraussetzungen für die künftige Ausbildung. Ab dem 6. Lebensjahr gehörten Kronprinzen dem Staat. Die Erziehung möglicher Thronfolger bedeutete Drill und Dressur, einen Lehrplan bis zu 12 Stunden am Tag. In den Lernfächern kompensierte Franz den Mangel an Begabung und intellektueller Neugierde durch Fleiß und gehorsames, mechanisches Memorieren. In dieser Kinderuniform absolvierte er die Anfänge der Militärausbildung. Wer künftig befiehlt, soll auch gehorchen lernen. Wer befiehlt, muss nicht diskutieren lernen, aber Pflichtbewusstsein und Selbstdisziplin. Bürger und Adel können sich Gefühle erlauben. Ein Kaiser hat sie der Pflicht unterzuordnen. Für die unmittelbare Erziehung, also die Zeit vor seinem Thronantritt, ist auch noch entscheidend, dass diese Prägung sehr unter dem Gesichtspunkt der Disziplinierung des Alltags stattfindet. Diese Disziplinierung des Alltags, die auf eine sehr hohe Zeit von Arbeitsstunden kommt in der Woche, bedeutet Einübung in Verwaltungsdisziplin und militärischem Denken und spiegelt damit gewissermaßen eine Alltagsbefindlichkeit des Thronprogramms wider. Nicht die Reform, sondern das Bewahren der Staatsstruktur wurde als zentrale Kategorie politischen Handelns vermittelt. Die unantastbare göttliche Ordnung in der Politik lehrte Theologe Ottmar Rauscher, der spätere Kardinal von Wien, hier mit Franz Josef und seiner Mutter. Der Monarch regiert auf der Basis christlicher Moral, seine Herrschaft spiegelt Gottes Willen, daher bedarf sie nicht der Mitwirkung oder Korrektur von Bürgern und Parlamenten.
Bewaffnete Bürger wehren hinter Barrikaden gegen anstürmendes Militär. Die Revolution von 1848 erlebte Franz Josef als Angriff auf alle erlernten Herrschaftsfundamente. Untertanen wollten die kaiserliche Macht durch Parlament, Verfassung und Demokratie beschränken, kämpften für Meinungs- und Pressefreiheit, für Sozialreformen. Die Revolten griffen von Wien auf die Kronländer über, auf Böhmen, Ungarn, Oberitalien. Ferdinand, der kaiserliche Onkel, ließ sie niederschlagen. Dann trat er zugunsten seines jungen Neffen zurück. Franz Josefs Vater, der Nächste in der Erbfolge, hatte auf den Thron verzichtet. Am 2. Dezember 1848 wurde der 18-jährige neue Kaiser gekrönt. Sein Wahlspruch: Viribus Unitis, mit vereinten Kräften. Damit wollte er die Einheit des Reiches sichern, aber nicht mit den vereinten Kräften der bürgerlichen Demokratiebewegung, sondern mit denen der Armee. In der Lombardei gab es bereits 1848 Aufstände gegen die Fremdherrschaft der Habsburger, angeführt vom Freien Königreich Sardinien-Piemont, das sich an die Spitze der italienischen Unabhängigkeitsbewegung stellte. Die Südarmee schlug sie unter Johann Radetzky nieder. 1849 folgte der zweite Versuch. Radetzky siegte neuerlich. Von erzwungener Ruhe durch Unterdrückung wollten sich nach Franz Josefs Krönung auch die Ungarn nochmals befreien. Sie erklärten die Habsburger für abgesetzt. Die Niederwerfung gelang nur mit kroatischen Verbänden und zu Hilfe gerufenen Bündnistruppen Russlands. Die Angst vor der Revolution wurde bei Franz Josef zur Angst vor der Demokratie. Schon durch die Erziehung und vielmehr noch durch die reale Erfahrung. Armee, Generäle und streng dynastisch orientierte Politiker retteten seinen Thron. Die Retter waren seine künftigen Berater und Minister. Sie bestärkten den jungen Kaiser im autoritären Kurs. »Wir haben alles Konstitutionelle über Bord geworfen«, meldete er stolz seiner Mutter. Für seine Regierungszeit wird also der Widerspruch zwischen seinen ersten Erfahrungen aus der Revolution mit dem Militär, aus seiner Erziehung, aus seiner Herrschaftstradition, seinem Herrschaftsdenken und den unentwegten Anforderungen, die die Zeit an ihn stellt, sofort deutlich. Und dieser Widerspruch, den könnte man gewissermaßen wie eine Phasenverschiebung deuten. Dass hier ein Herrscher für eine Vergangenheit erzogen wird, die mit der Gegenwart und verschiedenen Formen der Gegenwart im Grunde genommen nicht mehr kompatibel ist. Einer dieser Anachronismen mit unterschätzter Sprengkraft war die zentralistische, auf die deutsche Amtssprache konzentrierte Verwaltungsstruktur. Sie ignorierte die nationale und kulturelle Identität von Ungarn, Tschechen, Polen, Kroaten, Rumänen oder Italienern. Freiheitsbewegungen mit Polizei, Justiz, Militär und Klerikalismus zu unterdrücken, verschärfte die Widerstände nur. Völkerkerkermonarchie, diese beschlagnahmte italienische Karikatur, machte das Problem deutlich. Im Februar 1853 wurde der Kaiser vor einem ungarischen Messerattentäter gerettet. Zum Dank für die Rettung baute man die Votivkirche. Der Ungar wurde hingerichtet. Und für Franz Josef war der Weg in die spätere Unsterblichkeit durch Film und Literatur frei. Hat sie wenigstens was gefangen damit? Ja, sie, Majestät. Die Liebe zur 16-jährigen bayerischen Cousine Elisabeth entstand aus der Faszination der Gegensätze. Elisabeth war Spiegel seiner emotionalen Defizite. Vital, herzlich, spontan. Temperamente, die dem Kaiser fehlten.
Verliebt, verlobt, verheiratet, frustriert. Ich bin erwacht in einem Kerker, notierte sie 14 Tage nach der Hochzeit, schockiert über strenges Hofzeremoniell und kalte Etikette. Ich wünsche, dass das Kinderzimmer sofort wieder dahin verlegt wird, wo es war. Im Film ist Franz Josefs Mutter, Erzherzogin Sophie, an allem schuld, auch am Entzug der Kinder. Doch dafür gibt es weder in Sophies Tagebüchern Hinweise, noch in ihrer Korrespondenz. Das Kind steht unter meiner Obhut. Ich bin die Mutter. Du bist selbst noch ein Kind. Wenn ich aus Briefen erkenne, dass Erzherzogin Sophie die Kinder nur in einem bestimmten Abstand von Zeit besuchen durfte und dass sie anfragen musste, bei Kaiser Franz Josef oder Elisabeth ihre Enkelkinder zu sehen, da kann ich nicht davon ausgehen, dass sie ihr die Kinder weggenommen hat. Kaiserin Elisabeth konnte, als ihre Kinder klein waren, keine Beziehung zu ihnen aufbauen, weil sie kleine Kinder nicht mochte. Sie hat ihre Kinder dann später schon, das muss man dazu sagen, sehr gerne gehabt, aber erst in einem Stadium, wo sie schon sprechen konnten, wo man sich mit ihnen unterhalten konnte und wo sie Gesellschafter waren. Vorher hat sie ein sehr unsicheres Verhältnis zu Kindern gehabt und wie gesagt, sie konnte Kleinkinder nicht riechen. Es hat sie wirklich gegraut vor dem Geruch von Kleinkindern. Amtsgeschäfte ließen wenig Zeit für Elisabeth sorgen. Pflicht kam vor privatem Glück. Franz Josef übernahm den Vorsitz im Ministerrat und die Führung über Militär und Außenpolitik. Am europäischen Parkett war nicht bürokratisches, sondern politisch-diplomatisches Talent gefragt, flexible staatsmännische Fantasie und strategischer Weitblick. Daran aber mangelte es dem Kaiser. Dazu kam die schlechte Beratung durch Außenminister Bohl Schauenstein, vor allem in der Russlandpolitik. Obwohl die Ungarn nur mit Hilfe der Zarenarmee geschlagen werden konnten, verweigerten Kaiser und Minister die erbetene Hilfe im Krieg gegen die Türkei, vor allem weil der Konflikt auch den Balkan betraf, wo man den russischen Einfluss künftig zu eigenen Gunsten zurückdrängen wollte. So verlor Österreich den militärisch mächtigsten Bündnispartner. Das schwächte den Status als Großmacht und mündet 1859 in der Schlacht von Solferino. Das Königreich Sardinien-Piemont hatte den Bruch mit Russland strategisch genutzt und mit Frankreich einen geheimen Militärpakt zur Befreiung der Lombardei geschlossen. Mit den Franzosen hatte man am Schlachtfeld nicht gerechnet. Ein Versagen von Geheimdienst und Außenpolitik. Radetzky war gestorben, der Nachfolger weniger talentiert, das Oberkommando defensiv. So übernahm Franz Josef zum ersten und letzten Mal selbst den Oberbefehl über das kaiserliche Berufsheer und verlor die Schlacht. Nach der Niederlage ist er natürlich auch persönlich dafür verantwortlich gemacht worden, dass er in Ausübung seines persönlichen Oberbefehls militärisch nicht siegen konnte. Und mit einem Oberbefehlshaber und dem obersten Kriegsherrn verbindet man automatisch so etwas wie Strategie. Das ist aber bei Franz Josef, soweit es das Militärische anlangt, zum wenigsten gegeben. Aus ehemaligen Massengräbern exhumiert, befinden sich die sterblichen Überreste tausender Gefallener in dieser Kirche in Solferino. 6000 Soldaten kamen damals ums Leben, davon 2300 auf der Seite der österreichischen Armee. Der Schweizer Henri Dunant war damals Augenzeuge des Massensterbens verletzter Soldaten. Es gab zu wenig Militärärzte und Sanitäter. Die von Dunant nach der Schlacht gestartete Initiative führte zur Gründung des Roten Kreuzes. Die Lombardei war nun verloren
aber auch die Herzogtümer Parma, Modena und Toskana. Auch dort gab es erfolgreiche Erhebungen. Die Befreiung Venetiens sollte mit Hilfe der Preußen gelingen. Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck sicherte den Italienern im Fall einer Kriegserklärung an Österreich Militärhilfe zu. Und so geschah es auch. Viva Kaiser! Viva Kaiser! Viva Kaiser! Unsere Grenze! Dreimal! Ha! 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 Der entscheidenden Schlacht von Custozza am 24. Juni 1866 wurde heuer im Sommer durch einen symbolischen Schaukampf gedacht. Feuer! Im Laufe der Gefechte vom 24. Juni 1866 wurde Custozza von Österreichern und Italienern mehrfach erobert und wieder verloren. Nach einer geglückten Offensive österreichischer Truppen gaben die Italiener den Kampf auf. Am Ende des Schaugefechtes im heurigen Sommer applaudierte das Publikum beiden Seiten. An die historische Realität erinnert in Custozza ebenfalls ein Gebeinhaus. Hoch aufgestapelt, tausende Oberschenkelknochen. Schädel mit Einschüssen im Kopf. Schädel mit zerschossenen Gesichtern. Etwa 2000 Soldaten beider Armeen starben damals völlig vergebens. Da Franz Josef den neuerlichen Kriegseintritt der Franzosen fürchtete, schloss er mit Frankreich einen Neutralitätspakt. Der Preis? Venetien musste auch im Fall eines Sieges an das neu gegründete Italien abgegeben werden. Monate vor dem Krieg machte Italien dem Kaiser das Angebot, Venetien zu kaufen. Das lehnte er ab. Provinzen werden durch ehrenvolle Schlachten und nicht durch Verkauf verloren. Custozza oder welche Schlacht immer im Süden war de facto nicht notwendig. Es war etwas, was sich mit der Waffenehre hat verbinden lassen, wo man eben gemeint hat, eine Art Demonstration loswerden zu sollen, dass man nicht nur einfach eine Provinz, noch dazu eine so schöne, abtritt und einfach die Truppen dort zurücknimmt. Das wollte der Kaiser nicht, das wollten aber auch die Militärs nicht, das wollte die Politik nicht. Also wird sehr wohl auch dort die Front eröffnet. Bismarck trieb Österreich im Sommer 1866 in einen Zweifrontenkrieg. Die verlorene Schlacht im tschechischen Königgrätz war Ergebnis eines gescheiterten Prestigekampfes mit Preußen, da Franz Josef weder den politischen Einfluss auf die deutschen Fürstentümer noch den Vorsitz im Deutschen Bund aufgeben wollte. Fast 6000 Soldaten der Kaiserarmee lagen am 3. Juli am Feld der Ehre. Seiner Mutter gestand Franz Josef, das strategische Spiel zwischen Italien, Preußen und Frankreich zu spät durchschaut zu haben. Die eigentliche Niederlage galt dem Absolutismus, einem Kaiser, der bei der Wahl von Ministern Loyalität über Kompetenz stellte. Der im Gegensatz zu seinen Vorgängern eigenständige, starke, politisch weitsichtige Persönlichkeiten nicht neben sich duldete. Der lediglich zu befehlen, nie aber zu diskutieren gelernt hatte. Man kann annehmen, dass er überhaupt sehr große Probleme gehabt hat im menschlichen Umgang. Und nun im Umgang mit seinen Ministern als Befehlsgeber und im privaten Umgang kein Korrektiv zu haben, hat sicherlich auch bedeutet, dass er sowohl menschlich als auch politisch in einer immer zunehmenden Isolierung befindlich war. Und dass diese Isolierung dann eben entweder
überhaupt nicht gelöst wurde, also hinausgeschoben wurde, ist eines der großen politischen Handlungen hinausschieben, Österreich überhaupt, und hat andererseits aber auch bedeutet, dass der Franz Josef keine Selbstkritik gehabt hat, sondern es waren immer die anderen schuld. Und dieses die anderen waren schuld hat bedeutet, wenn man die auswechselt, wenn man die Minister auswechselt, die Militärs auswechselt, dann wird wieder alles gut sein. Und ich glaube, das heißt eben auch ein starkes Indiz für die politische Unfähigkeit dieses Monarchen. Die Niederlagen zwangen Franz Josef das Ende des Absolutismus auf, die Zulassung von Grund- und Freiheitsrechten, den Aufbau von Parlamentarismus und Wahlrecht. Erste Schritte wurden bereits 1859 nach der Niederlage von Solferino gesetzt. Ein Herrscher, der einen Krieg verliert, verliert auch Prestige. Er verliert nicht nur ein Territorium, er verliert nicht nur den Krieg, sondern er verliert auch Prestige. Auf der anderen Seite ist natürlich Krieg immer mit großen Ausgaben verbunden. Krieg muss finanziert werden und man hat diesen Krieg zum Teil finanziert mit inländischen, zum Teil mit ausländischen Krediten. Beide weisen aber in eine gleiche Richtung. Die ausländischen Kredite von England etwa waren mit der politischen Klausel verbunden, das Land zu konstitutionalisieren, das heißt also demokratische Elemente zu integrieren, wobei man das Wort Demokratie unter Anführungszeichen noch schreiben muss. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch bei den inländischen Krediten der Kreditgeber das Bürgertum gewesen. Und dieses Bürgertum will natürlich auch über eine Konstitution mitregieren. Das heißt also, der Druck sowohl von außen als von innen zur Konstitutionalisierung der Habsburger Monarchie war durch diese Niederlage gegeben. Die Reform teilte die Monarchie in eine österreichische und in eine ungarische Hälfte. Die Ungarn erhielten als zweitgrößte Bevölkerungsgruppe nun Parlament und eigene Regierung. Die Einweihung der Doppelmonarchie erfolgte am 8. Juni 1867 durch die Krönung von Franz Josef und Elisabeth zum Königspaar von Ungarn. Die Chance 1867 wäre da gewesen, eine grundsätzliche und gründliche, umfassende Reform der Monarchie durchzuführen, auf den Prinzipien des Föderalismus beruhend etwa, was also nicht der Fall war. Damit hat man wieder einmal große Chancen verspielt, denn langfristig hat dieser Ausgleich von 1867 sich als ein wesentliches Hindernis in vieler Hinsicht gezeigt. Problem, dass viele andere Nationen, die in der Habsburger Monarchie ähnliche Rechte wie die Ungarn beansprucht haben, das waren vor allem die Tschechen, also das böhmische Staatsrecht, das waren aber natürlich auch die Südslawen, 1867 eben nicht in einer ähnlichen Form wie die Ungarn einen Ausgleich bekommen haben, führt dazu, dass diese Spannungen steigen. Vielleicht hätte man 1867 manche der Probleme des Nationalismus noch in den Griff bekommen können. Der ungarische Ausgleich blockiert diese Chancen und diese Möglichkeiten. Der nationale Jubel der Ungarn im Sisi-Film verdeutlichte ein Problem, das die Monarchie nun bis zu ihrem Ende begleitete. Der Ausgleich wurde zur Initialzündung für den Nationalismus der Slawen. Das führte zum Prestigekampf um Rang und Bedeutung der Nationalitäten, zur Diskussion um die Einheit von Staat und Nationalität und letztlich zum Diskurs um die Bedeutung der Rasse. Daran konnten auch von Franz Josef geförderte Sonderrechte für Böhmen und Mähren nichts mehr ändern. Bei der Beschränkung kaiserlicher Macht durch das Parlament setzte Franz Josef klare Grenzen. Die Regierung blieb ausschließlich ihm verantwortlich. Über Außenpolitik und Militär durfte zwar diskutiert werden, politische Vorgaben duldete er nicht. Das Parlament hieß Reichsrat, nicht Reichstag. Franz Josef wollte beraten werden, nicht aber politisch gebunden. Er förderte Wahlrechtsreformen durch die Politik der kleinen Schritte. Bis zur Einführung des allgemeinen Männerwahlrechts 1907 vergingen 40 Jahre. Innerlich bleibt Franz Josef vielen Reformen, die ihm abgenötigt werden, zu denen er sich selbst bereit erklärt, um Kompromisse herzustellen. Innerlich bleibt er diesen Reformen fremd. Es wäre also falsch anzunehmen,
dass sich Franz Josef zu einem Demokraten gewandelt hat, etwa wenn er bestimmte Wahlrechtsreformen aus Notwendigkeit zulässt oder selbst sogar forciert. Mit den formalen Genehmigungen zum Bau der Wiener Ringstraße sicherte sich der Kaiser unbewusst bleibende historische Verdienste. Ringstraße und Architektur stehen für das goldene Zeitalter. Diese Epoche des Aufbruchs in Technik, Kunst und Wissenschaft interessierte Franz Josef nur wenig. Indirekt tat er jedoch viel dafür. In den kommenden 47 Jahren gab es keinen Krieg. Franz Josef mutierte zum Friedenskaiser. Wissenschaft und Technik im Dienst des industriellen Fortschritts. Maschinelle gegen menschliche Arbeitskraft. Der Eisenbahnbau wurde zum Konjunktur- und Wirtschaftsmotor, brachte Aufschwung für Handel und Gewerbe. Die neue Mobilität machte den Reisetourismus zur boomenden Branche, vorerst aber nur für Adel und Großbürgertum. Das Zeitalter der Erfindungen brachte dann auch die ersten bewegten Bilder des Kaisers. Doch die alte Welt der Sicherheit, geknüpft an die Majestät von Gottes Gnaden, zerbröselte gerade in dieser Epoche immer mehr. Die von Franz Josef genehmigte Meinungs- und Pressefreiheit trug dazu bei, dass die Untertanen zunehmend auf irdische Korrektive setzten, auf Parteien, Wahlrecht und parlamentarische Mitsprache. Soziale Rechtlosigkeit, Ausbeutung in den Fabriken, Klassengegensätze, Armut und Reichtum wurden nicht mehr als gottgegebene, unverrückbare Ordnung begriffen. Mit dem Bau der Eisenbahn kam der Massentourismus auch nach Bad Ischl. Auf den Promenaden und in den Cafés tummelten sich die Gäste aus dem gesamten Reich. Die Erschließung der Heilquellen hatte die Stadt als Kurort bekannt gemacht. Zum sommerlichen Mittelpunkt der Monarchie machte Ischl jedoch der prominenteste Werbefaktor, der Kaiser mitsamt Familie. Hier, in der Kaiservilla, verbrachte Franz Josef 82 Sommer seines Lebens. Sie war ein Geschenk seiner Eltern zur Verlobung mit Elisabeth. Kaiser Franz Josef gilt für den Österreicher schlechthin als ein sehr volkstümlicher Kaiser. In Wirklichkeit war er eigentlich einer, der sehr gerne fernab der Öffentlichkeit gelebt hat. Es ist zum Beispiel überliefert, dass er bei Audienzen niemandem die Hand gegeben hat. Also er hat nur seiner eigenen Familie die Hand gereicht. Er hat fremden Menschen nie die Hand gegeben. Franz Josef verstand sich als erster Beamter des Staates. Trotz Erfindung der Schreibmaschine gestattete er nur handschriftlich gefertigte Akten und Eingaben. Sein Schreibtisch in der Hofburg, Lebensmittelpunkt und Verwaltungszentrum der Monarchie. Hier saß er spätestens ab 6 Uhr früh, um Akten zu bearbeiten. Sie waren sein bevorzugter Kontakt zur Außenwelt. In Verwaltungsfragen besaß Franz Josef hohe Kompetenz und detaillierte Sachkenntnis. Hier unterschrieb er wichtige Reformen zur Modernisierung von Schule, Verwaltung, Militär und Justiz. Erste Entwürfe für Unfall- und Krankenversicherung. Von hier blickte er auf seine Lebensliebe, die längst manisch um die Welt reiste. Die geringe Bereitschaft, sich mit der Welt des anderen zu beschäftigen, machte die Ehe zur verordneten Anleitung zum Unglücklichsein. In den Briefen an Elisabeth beklagt er seine Einsamkeit. Jetzt bin ich wieder mit meinem vielen Kummer allein und sehne mich nach dir. Nach Sohn Rudolf hielt sich die Sehnsucht in Grenzen. Monarchiereform durch Demokratisierung und Föderalismus, diese Ideen teilte der Vater nicht. Nach dem Selbstmord des Sohnes fand Franz Josef Trost bei seinen Töchtern Gisela und Marie-Valerie.
Marie Valerie, der Jüngsten, vermachte er die Ischler Kaiservilla. Mehrfach analysierte Marie Valerie die Beziehung ihrer Eltern. Mama empfindet in der Umgebung mit Papa mehr Bitterkeit als Trost, weil sie so verschieden sind. Mama ist immer gedrückter. Es ist schwer mit Papa, weil er einen Gedankenaustausch nie gekannt hat, vermerkt sie in ihrem Tagebuch. Liebe zeigte Franz Josef auf seine Art. Nur bei Elisabeth duldete er die Flucht aus der Repräsentationspflicht. Von Familie und Verwandtschaft forderte er sie ebenso bedingungslos ein wie politische Loyalität. Man muss sie zunächst einmal im Herrschaftsverständnis von Franz Josef damit auseinandersetzen, dass er sich vor allem als Vater empfinden muss. Als Vater gegenüber der Familie, einem Denken, dass die Familie gleichzeitig wieder zum Staat macht, dass seine Untertanen zu seinen Kindern macht. Er selbst empfindet in diesem engeren Kreis seine Familie gewissermaßen wie eine Firma, die nach seinen Vorstellungen regiert wird, in denen im engsten Kreis bereits Absolutismus herrscht. Das heißt, er geht sehr streng mit seinen Mitgliedern um, sie werden von ihm auch bezahlt und er erwartet von ihnen eine völlige Unterordnung. Er ist also ein absoluter Patriarch in seiner Familie. Diese Denkweise sollte grundsätzlich aus seinem Herrschaftsverständnis auch auf die Gesellschaft angewendet werden können. Diese Villa in der Wiener Marxingstraße ist Beweis, dass sich Franz Josef nicht in sein Leben als Strohwitwer fügte. Sie gehörte seiner heimlichen Geliebten, Anna Nachowski. Das gleich neben dem Schönbrunner Schlosspark gelegene Haus war unauffällig und schnell zu erreichen. Anna Nachowski war 15 Jahre alt, als sie Franz Josef im Juni 1875 bei einem Morgenspaziergang im Schlosspark Schönbrunn kennenlernte. 13 Jahre später, als er die Beziehung zugunsten der Burgschauspielerin Katharina Schratt beendete, besaß sie die Wiener Villa und konnte sich ein Haus in der Steiermark leisten. Die kaiserliche Abfertigung betrug 200.000 Gulden, etwa 1,6 Millionen Euro. Ein Ziegelarbeiter verdiente damals knapp 300 Gulden im Jahr. Dafür hatte sie lebenslang über das Verhältnis zu schweigen. Die Villa der Schratt befand sich gleich in der Nähe der Nachowski-Villa in der Gloriettgasse. Für den Kaiser ebenfalls leicht erreichbar. Elisabeth arrangierte die Bekanntschaft zwecks Ablenkung während ihrer langen Reisen. In Bad Ischl kaufte Schratt die Villa Felicitas, um Franz Josef auch im Sommer nahe zu sein. Heute ist das Haus Haubenrestaurant und Pension. Die um 23 Jahre jüngere Freundin erheiterte ihn mit Theaterklatsch und Tratsch aus den Wiener Salons. Sie war für ihn die Türe zur Welt, Ablenkung von der Politik. Auch wenn die Beziehung rein freundschaftlich blieb, die Intensität deprimierte die Kaiserin. Marie Valerie notierte darüber in ihr Tagebuch. Die unglückliche Freundschaft zur Schratt nimmt zu. Mama hätte diese Bekanntschaft nicht so unterstützen sollen. Heute war Mama ganz trostlos und weinte bitterlich. Sie sagte, ihr Leben sei unnütz. Sie stehe zwischen Papa und Frau Schratt. Am 10. September 1898 wird Elisabeth in Genf ermordet. Als dem Kaiser die Nachricht überbracht wurde, fielen die berühmten Worte: Mir bleibt nichts erspart. Die folgende innere Emigration des fast 70-Jährigen verstärkte die Distanz zur neuen Zeit.
12. Juni 1908 feierten die Untertanen in einem Huldigungsfestzug in Wien das 60-jährige Thronjubiläum seiner Majestät. Abordnungen aus allen Kronländern defilierten in Landestracht vorbei. Es war nicht die Staatskunst des Jubilars, die das multinationale Reich nach 60 Regierungsjahren zusammenhielt, sondern die bloße Existenz des Langzeitkaisers. Sie wurde zum Symbol für Kontinuität und Sicherheit. Den Werbe- und Propagandaeffekt von Film und Fotografie hatte Franz Josef erkannt. Schon zum 50., vor allem aber zum 60. Thronjubiläum wurden Ansichtskarten, Kalender und Jubiläumsbücher gedruckt. Eine ganze Industrie hatte dann im 20. Jahrhundert Bilder verkauft, um Politik zu verschleiern. Aber ich glaube, das war das erste Mal, dass man hier Politik durch Bilder ersetzt hat. Ähnliche Motive finden sich auch auf den Karten, die während des Ersten Weltkrieges gedruckt wurden. Der Kaiser, der den Krieg nicht wollte, der für den Frieden betet. Nach der Ermordung von Thronfolger Franz Ferdinand und seiner Frau in Sarajevo hatte Franz Josef im Juli 1914 Serbien den Krieg erklärt. Seinem anfänglichen Zögern setzten die Berater durch einen erfundenen Angriff der serbischen Armee ein Ende. Kriegslust der Militärs und Fehleinschätzungen standen am Anfang. Die Begrenzung auf einen lokalen Konflikt und der erwartete schnelle Sieg im Blitzkrieg erfüllten sich nicht. Nun setzte sich das Räderwerk militärischer Allianzen in Bewegung. Hinter Serbien stand Russland, hinter Russland Frankreich und England. Der Erste Weltkrieg war der erste technisch industrialisierte Krieg, der erste U-Boot- und Seekrieg. Der erste Luftkrieg, dem tausende Zivilisten durch Flächen- und Städtebombardements zum Opfer fielen. Der Tod kam nun aus weit entfernten riesigen Artilleriegeschützen. Artillerie, Maschinengewehre, Flammenwerfer und Giftgas waren die neuen Massentöter dieses Krieges. Alles das ist etwas, dem, glaube ich, Kaiser Franz Josef schon verständnislos gegenübergestanden ist. Das war nicht mehr seine Zeit. Und wahrscheinlich war es auch nicht mehr sein Krieg. Und er stemmt sich gelegentlich mit Vehemenz gegen das eine oder das andere Kriegsmittel, das er als unmenschlich empfindet und das er dann letztlich doch akzeptieren muss. Aus Gründen der Kriegsehre und Humanität verweigerte Franz Josef im August 1916 Produktion und Einsatz von Giftgas an der Italienfront. Die Italiener würden es verwenden, logen ihm die Militärs vor. Danach stimmte er dem Einsatz zu. Am 19. November 1916 setzte der Kaiser seine letzte Unterschrift auf militärische Beförderungen. Am 21. November schleppte sich der an Lungenentzündung erkrankte 86-Jährige nochmals zu seinem Schreibtisch, pflichtbewusst bis zuletzt. Um 7 Uhr abends brachte man ihn zu Bett. 2 Stunden später, um 9 Uhr, starb der älteste Kaiser der Welt. Seine Herrschaft begann mit Krieg und endete im Krieg. Dem Nachfolger blieb die Exekution der Konkursmasse. Franz Josef war sicher kein Visionär. Er war mitunter banal, auch in seiner Denk- und Handlungsweise. Er war beständig. Er hat Prinzipien gehabt. Er stützt sich auf etwas, das zur Struktur seines Reiches wie wenig anderes beigetragen hat. Er stützt sich auf die Aristokratie, er stützt sich auf die Beamtenschaft, er stützt sich auf die Kirche und er stützt sich auf das Heer. Und unter Abstützung auf diese Säulen kann er seine Regierung erfolgreich führen über weite Strecken,
allerdings zum wenigsten mit dem Ziel, diese Monarchie als eine Vision unter den Völkern erscheinen zu lassen. Dazu war er wahrscheinlich selbst zu wenig visionär. 1918 entkoppelte sich der Staatsbegriff erstmals seit fast 700 Jahren von Kaisertum und Dynastie. Mit dem geistig-historischen Fundus der Ära Franz Josef, mit einer von Gott gegebenen politischen Ordnung, legitimierte der autoritäre Ständestaat ab 1934 sein brüchiges ideologisches Fundament. Franz, wir bekommen ein Kind. Sisi. Die Mythos- und Vermarktungsmaschine setzte sich ab 1955 mit den Sisi-Filmen weltweit in Bewegung. Heute sind Franz Josef und Elisabeth bestens vermarktete, verklärte Untote, blaublütige Urahnen der Seitenblicke-Kultur. Der Franz-Josef-Mythos baute auf der Verklärung des staatsmännisch-väterlichen, der Entkoppelung von Politik und Person. Dann hat sich eine ganze Industrie darum herumgruppiert und hat den bärtigen, gütigen Franz Josef dargestellt, sodass Franz Josef eigentlich in der Politik zurückgetreten ist und als Bild überlebt hat. Und das ist auch eines der Motive, warum der Franz Josef Mythos heute noch über das Bild sehr gut funktioniert. Der weiße Bart schafft die kaiserlich-väterliche Assoziation, auch wenn er auf anderen Gesichtern und Hautfarben klebt. Weit über Franz Josefs Tod hinaus fanden Elemente damaliger Untertanenkultur den Weg in den Alltag beider Republiken. Der Respekt vor Autorität und Obrigkeit, die Kunst devoter Anbiederung, politische Wendigkeit und vorauseilender Gehorsam. Es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut.